Moin, wir haben in der Vergangenheit schon einige tolle Sachen in Sea of Thieves erhalten, so erst vor kurzem zum Beispiel die Schiffsnamen. Hat zwar 3 Jahre gedauert, aber irgendwann ist es reingekommen. Daneben haben wir auch zum Beispiel tolle Geschichten bekommen, die Tall Tales, welche wirklich großartig erzählt werden. Und noch viele weitere Sachen, wie zum Beispiel am Ende auch die Meerjungfrauen, welche ebenfalls sehr gelungen sind mit ihr Unterwasserschreien. All das sind Sachen, wo wir im Vorfeld schon wussten, dass wir diese bekommen werden. Allerdings jetzt einmal die Taschentücher parat halten, denn es wird traurig, denn heute geht es um all Sachen, die wir niemals erhalten werden. Alle wollen es, Rare weiß es und wir kriegen es nicht. Wie gesagt, jetzt geht es um die Dinge, die wir wahrscheinlich nie erhalten werden. Fangen wir mal mit dem an, was sich wahrscheinlich die meisten denken werden, und zwar eine Eisregion in Sea of Thieves. Das ist, glaube ich, das, was sich wahrscheinlich die meisten wünschen tatsächlich, wenn es um die Welt an für sich geht. Wir haben Devil's Roar erhalten, eine Region, in die aber nie wirklich jemand wirklich hinfährt, denn sie ist stellenweise wirklich ätzend. Und diese Eisregion habe ich in der Vergangenheit schon mal ein Video zugemacht, werden wir wahrscheinlich nie erhalten, aus den ganz kurz genannten Gründen. Die Kapazität der Spielwelt ist halt irgendwann erschöpft und auch die Ressourcen der Konsolen sind irgendwann ausgeschöpft. Somit auf eine Eisregion werden wir wohl für immer verzichten müssen, es sei denn, Rare fällt da irgendeine Idee ein, wie man das doch noch sinnvoll ins Spiel umsetzen könnte. Aber ehrlich gesagt glaube ich da nicht mehr dran. Zweitens, Bordspiele. Also jetzt nicht Brettspiele, wobei prinzipiell eigentlich auch. Und zwar meine ich Bordspiele, Spiele, die man an Bord eines Schiffes spielen kann. Im Lorebook von SOT sind diese bereits enthalten und sogar mit Regeln aufgeführt. Aber wie es scheint, werden diese wohl nie reinkommen. Auch wenn wir an einzelnen Stellen in der Welt Würfel und Karten sehen können, werden wir wohl, was das angeht, leider kein Glück haben. Auch wenn es natürlich immer noch möglich wäre, dass so etwas reinkommt, glaube ich da exakt nicht mehr dran. Drittens, die See der Verdammten. Also nicht falsch verstehen, die See der Verdammten ist prinzipiell ja drin, aber ich meine damit, dass die See der Verdammten komplett frei zur Verfügung steht, in dem Sinne, dass wir durch ein Portal fahren und dass wir dort uns dann frei bewegen können. Auch das würde leider das Spielprinzip von SOT ein klein wenig brechen, wenn man durch ein Portal fahren müsste, um dort dann wieder in eine freie Welt zu gelangen. Es wäre natürlich durchaus denkbar, aber ich glaube nicht, dass das reinkommen wird, denn das würde halt wie gesagt einfach das Spielprinzip brechen mit einer freien Welt, in der man mit anderen Spielern unterwegs ist. Und wenn man dann jedes Mal quasi den Server so gesehen wechseln würde, wenn man in eine neue Welt reingeht, wäre das für SOT nicht ganz so gut. Viertens, PvE-Server. Ja, ich weiß, viele wünschen sich's, aber wir werden es niemals bekommen. Und ich für meinen Teil muss sagen, ich bin darum nicht traurig, ich finde das durchaus okay, aber ich weiß, da gehen die Meinungen ganz stark auseinander. Die einen wollen es gerne haben, die anderen wollen es gar nicht und wir werden es am Ende auch wahrscheinlich nie erhalten. Diesbezüglich haben die Entwickler sich nämlich in der Vergangenheit schon recht stark ausgesprochen, dass es das halt niemals so geben wird. Es wird private Server geben, auf denen es aber keinen Fortschritt geben wird, sondern dass dann einfach nur Server sind, die man sich so gesehen mieten kann, die man eröffnen kann, um dann mit Freunden einfach eine kleine Session zu machen, um dort dann etwas zu erleben oder verschiedene Events zu veranstalten. Aber einen richtigen PvE-Server, wo ihr Gold farmen könnt, ohne das Risiko von PvP, das wird es nicht geben. Fünftens, ein dedizierter PvP-Modus, in dem man komplett für sich alleine PvP machen kann. Ach nee, warte mal, da war was. Ja, tut mir leid für all die Arena-Spieler. Ist eine schreckliche Wunde, wird es wahrscheinlich auch nie wiedergeben. Sorry an der Stelle. Sechstens, etwas, das sehr komisch ist, aber ich glaube, wir werden es tatsächlich nicht erhalten, und zwar ein weiteres Schiff. Die Brick ist das letzte Schiff, welches reingekommen ist, und seitdem ist Stillstand. Es gibt keine weiteren Variationen auch von den verschiedenen Schiffstypen, also werden wir dort auch wahrscheinlich nichts Neues mehr sehen. Irgendwann muss man einfach mal sagen, ja, da ist der Zug abgefahren. Zum Beispiel so ein Man-of-War-Schiff, wo zum Beispiel dann 8 Leute aufeinander hocken werden, das wird es ziemlich sicher nicht geben, das wäre ziemlich overpowered, es sei denn, es kommt irgendwann nochmal ein neuer Spielmodus rein, wo so ein Schiff durchaus funktionieren könnte. Aber in der freien Welt von Sea of Thieves, da wohl dann eher weniger. Siebtens, und das ist jetzt ein Punkt, bei dem ich mich hoffentlich eigentlich irre, und zwar mehr Waffen.
Es ist offensichtlich, seitdem es das Spiel gibt, gibt es an für sich an richtigen Waffen eigentlich immer nur noch die Standardwaffen. Es gibt einen Sniper, es gibt eine Plunderbuss, es gibt ein Schwert und eine Pistole. Gut, jetzt könnte man natürlich sagen, der Dreizack ist noch mit dahin zugekommen und so Sachen wie Brandbomben und sowas in der Richtung, aber das meine ich nicht. Ich meine damit Handfeuerwaffen bzw. Waffen, die auch wirklich im PvP Sinn ergeben. Und ehrlich gesagt tut das zum Beispiel der Dreizack durchaus nicht. Also, was wäre natürlich schön, was wäre denkbar, zum Beispiel eine Axt, eine Armbrust oder zum Beispiel auch ein Dolch. Alles Sachen, die man schon mal irgendwie in Konzeptbildern gesehen hat, die bislang aber leider nie wirklich in das Spiel reingekommen sind. So wurden zwar verschiedene Sachen immer mal wieder angeteasert, aber das war es dann auch schon, Teaser gab es. Ins fertige Spiel haben sie es dann leider nie reingeschafft. Und das finde ich wirklich schade, denn ich glaube gerade der PvP oder auch eigentlich auch der PvE könnte von mehr Waffen nochmal deutlich profitieren. Und ich bin mal gespannt, ob ich mich da irre. Ich glaube es nicht, eher werden wir wahrscheinlich neue Instrumente sehen und da warten wir ja auch schon ewig darauf, dass irgendwann mal eine Geige ins Spiel kommen wird. Tortuga. Tortuga, eine Stadt mit Regeln, klar, Piratenregeln, aber mit Regeln. Ein Ort, mit dem man mit vielen anderen Piraten zusammenkommen kann, wo man dann gemeinsam chattet oder zum Beispiel dann auch dann verschiedene Brettspiele spielen könnte, um sich auszutauschen, neue Freunde zu finden und so weiter, um nochmal in SOT so ein Gemeinschaftsgefühl zu erzeugen. Dieses Gemeinschaftsgefühl ist ja momentan relativ stark abhanden gekommen, da es ja wirklich sehr viel immer nur auf den Sack geht, beziehungsweise dass man einfach sich die Kanonenkugeln hin und her schickt. Tortuga wäre eine ideale Möglichkeit, quasi Spieler wieder ein klein wenig zusammenzuführen oder um von dort aus dann zum Beispiel auch Allianzen zu schmieden oder irgendetwas in der Richtung. Es wäre eine Region, in der man mehr oder weniger von der normalen Welt vielleicht abgecancelt ist, aber wenn man dorthin geht, kann man sich einfach mit anderen Leuten frei unterhalten und so weiter. Ich bin mal gespannt, ob diese Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, nie reinkommen werden. Aber momentan sieht es exakt nicht so aus. Was als nächstes reinkommen wird, ich sag keine Ahnung. Es wird bestimmt mit Season 8 irgendwas Tolles, Großartiges kommen. Aber ich gehe nicht davon aus, dass es das sein wird. Vor allem, wenn man mal im Hinterkopf behält, dass viele Sachen einfach Jahre gebraucht haben, bis sie dann wirklich erschienen sind. Wie zum Beispiel die Meerjungfrauen oder halt auch zum Beispiel die Schiffsnamen. So werden wir zum Beispiel auf so Sachen wie die richtigen privaten Server noch sehr, sehr lange warten müssen. Und vor allem sowas wie die See der Verdammten, dass diese dann frei erkundbar sein wird, werden wir wohl komplett drauf verzichten müssen, genauso wie auf eine Eisregion. Finde ich persönlich natürlich sehr, sehr schade, aber naja, man weiß nie, was die Zukunft noch bringen wird und SOT kann natürlich auch noch mit anderen großartigen Sachen aufatmen. Ansonsten war es soweit von meiner Seite. Wenn ihr jetzt noch Ideen habt, wo ihr sagt, okay, das wäre cool, aber ich glaube nicht, dass das mal reinkommen wird, schreibt es mal unten rein, würde mich mal interessieren, denn ich weiß, einige von euch haben da auch noch ein paar andere Ideen. Denn zum Beispiel auch so Sachen wie ein Wirbelsturm ist jetzt zum Beispiel mal reingekommen, nicht in der Form, wie wir es irgendwann mal vielleicht richtig gewünscht haben, aber er ist drin, in einer Form einer Quest und das ist auch schon mal ganz cool. Also Rare weiß zu überraschen. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.